Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich habe heute ein cooles Strickmuster für eure Sommersocken, Sommerbeanies oder natürlich auch für Pullover, Raglans und Co. für euch. Das ist wirklich super einfach zu machen, und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Für unser Muster habe ich hier schon mein Bündchen vorbereitet. Das ist die Bogenkante von letzter Woche, und dann habe ich noch ein paar Runden, eins rechts verschränkt, eins links drauf gestrickt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und unser Muster hat einen Rapport von 6 Maschen und 4 Runden und ist wirklich sehr, sehr einfach zu arbeiten. Nach dem Bündchen stricken wir direkt mit dem Muster los. Und zwar beginne ich mit einem Umschlag hier vorn und dann hebe ich die erste Masche wie zum Rechtsstricken ab, stricke die nächsten beiden Maschen rechts zusammen, zack, hebe jetzt die abgehobene drüber und damit habe ich 3 Maschen zusammengestrickt. Jetzt mache ich wieder einen Umschlag, dann haben wir hier aus 3 gemacht und dann stricke ich 1, 2, 3 Maschen rechts. Und das sind schon unsere 6 Maschen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ihr strickt einen Umschlag, dann erste abheben, 2 Maschen rechts zusammenstricken, zack, und die abgehobene überziehen und einen Umschlag machen. Und dann 1, 2, 3 Maschen rechts. Das Ganze wieder von vorne. Ein Umschlag, eine abheben, 2 Maschen rechts zusammenstricken, die abgehobene überziehen, noch ein Umschlag und 1, 2, 3 Maschen rechts. Und das sind hier unsere jeweils 6 Maschen. Passt auf, dass euch der Umschlag hier am Anfang nicht abhaut. Das macht ihr die ganze Runde rundherum und am runden Anfang sehen wir uns wieder. So, da sind wir auch schon in Runde 2. Runde 2 ist ganz einfach, ist eine Zwischenrunde und die sehen immer gleich aus. Hier vorne ist unser Umschlag, den seht ihr. Und ich stricke alle Maschen und Umschläge einfach nur rechts ab. Also hier fröhlich rechte Maschen in Runden und dabei schön darauf achten, dass wir keinen Umschlag vergessen haben. Ne? Immer schön darauf gucken. Ihr habt immer 3 Maschen rechts und dann kommt Umschlag, die ehemalige Abnahme und Umschlag. Und dann habt ihr immer hier rechts und links von der Spitze eben das Löchlein. Und genau so wollen wir das haben. Und damit stricken wir alle unsere Maschen rechts ab. Das macht ihr natürlich die ganze Runde rundherum. Und am Rundenanfang sehen wir uns wieder. Runde 3 ist wieder eine Musterrunde. Und dabei versetzen wir jetzt einfach unsere Löcher. Wir machen Folgendes. Wir stricken jetzt zuerst 3 Maschen rechts. Also 1, 2, 3 und jetzt kommen unsere Löcher mit der Abnahme. Das heißt, ich mache meinen Umschlag, heb die erste Masche wie zum Rechtsstricken ab, strick die nächsten beiden Maschen rechts zusammen und ziehe die abgehobene über, mach wieder einen Umschlag und das sind unsere 6 Maschen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann fangen die nächsten 3 Maschen hier mit dem Loch an und das heißt, wir stricken 1, 2, 3 rechte Maschen, also das Loch, die Masche und das Loch rechts und dann bleiben uns hier wieder unsere 3 Maschen übrig und dann machen wir Umschlag und die 3 Maschen überzogen zusammenstricken. Na komm schon her. Zack, überziehen und ein Umschlag. Und dann haben wir wieder Loch, Masche, Loch. Die stricken wir wieder alle rechts.
Und dann Umschlag, unsere überzogene Abnahme. Die will jetzt gerade nicht so richtig bei mir. Zack. Und wieder ein Umschlag. Und dann geht das Ganze von vorne los. Eins, zwei, drei Maschen rechts. Umschlag, eine abheben. Zwei Maschen zusammenstricken. Rechts natürlich die abgehobene überziehen und den Umschlag. Und jetzt habe ich meine Nadel hier schon fast abgestrickt. Das mache ich jetzt auch mal mit euch zusammen, denn hier kommt der Umschlag am Nadelende. Den dürft ihr nicht vergessen. Also Umschlag, unsere abgehobene, überzogene Abnahme. So, und jetzt hier den Umschlag machen am Ende der Nadel und da achtet ihr schön drauf, dass der da drauf bleibt. Na, umdrehen dann und ihr seht, wenn der Faden hier von hinter der Nadel kommt, ist da der Umschlag auch drauf und dann kann ich meine nächsten drei Maschen rechts stricken. So, das Ganze macht ihr natürlich wieder die Runde rundherum und am runden Anfang sehen wir uns wieder. So, wir sind schon in Runde 4 angekommen und Runde 4 ist wieder eine Zwischenrunde. Das heißt, wir stricken da alle Maschen einfach nur rechts ab und unsere Umschläge übrigens auch. Und ihr achtet darauf, dass ihr drei Maschen rechts habt und dann kommt Umschlag, Masche, Umschlag. Und wenn das so ist, habt ihr alles richtig gemacht, dann geht das wieder von vorne los. Drei Maschen rechts, sowieso unsere alten drei rechten Maschen und dann habt ihr hier wieder Umschlag, Masche, Umschlag und die strickt ihr alle einfach nur rechts. Das ist sehr, sehr einfach und jetzt, was passiert, wenn ihr hier mal einen Umschlag vergessen habt? Ich lasse den mal fallen, so, dann ist natürlich Mist, dann stellt ihr fest, der Umschlag ist weg. Und dieser Umschlag ist streng genommen der Querfaden hier zwischen den beiden. Ja? Das heißt, ihr nehmt dann hier einfach diesen Querfaden, da, diesen Verbindungsfaden. Den nehmt ihr hoch, zack, und dann ist euer Umschlag wieder da. Und die nächste strickt ihr natürlich auch rechts, weil ihr alle rechts strickt. Das gleiche würdet ihr auch machen, wenn euch der Umschlag am runden Ende flöten gegangen ist. So, ihr strickt jetzt wieder rechte Maschen die ganze Runde rundherum und dann zeige ich euch, wie das Muster weitergeht. So, ich habe meine Zwischenrunde gestrickt und jetzt könnt ihr hier schon ein bisschen was von dem Muster erkennen. Und dieses Muster führt ihr weiter, indem ihr einfach diese vier Runden wiederholt. Wir haben ja jetzt, ihr seht hier die ersten drei Maschen wieder so ein bisschen kompakter und danach habt ihr diese Lochebene. Und wir fangen jetzt einfach wirklich wieder von vorne an mit einem Umschlag. Die erste abheben, dann zwei Maschen rechts zusammenstricken und die abgehobene überziehen und dann wieder einen Umschlag und die nächsten drei Maschen rechts. Und die sind immer die Umschlag, Masche, Umschlag, also Loch, Masche, Loch. Das sind immer die drei, die ihr rechts strickt. Also falls ihr irgendwann nicht wisst, wo ihr im Muster seid, habt ihr immer hier die drei, die so ein bisschen kompakter rechts sind. Das sind die, die zusammengestrickt werden mit einem Umschlag davor. Zack, na, das war nicht alles drüber. Und einem Umschlag dahinter. Und dann habt ihr die drei, die bestehen aus Loch, Masche, Loch. Die werden einfach nur rechts gestrickt. Und dann geht es wieder weiter. Umschlag, die nächsten drei Maschen kommen her. Überzogen zusammenstricken. Zack, Umschlag. Und hier die nächsten drei Maschen rechts stricken. So. Danach kommt natürlich wieder eine Zwischenrunde und dann versetzt ihr das, dann strickt ihr die ersten drei rechts und strickt die nächsten Umschlag überzogen, zusammenstricken und Umschlag. Und dann ergibt sich eben dieses wunderschöne
Lochmuster, was super für sommerliche Socken ist. Und ich hoffe jetzt, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.